Ja, guten Morgen. Mein Name ist Charlie Turk, bin 54 Jahre alt und wohne in Kirspe im Sauerland. Ich mache heute mal mit bei dem WDR-Projekt Leben in Nordrhein-Westfalen. Was heute passiert, ich weiß es selber nicht. Ich werde es dokumentieren mit meiner Kamera. Schauen wir mal. Ja, solange man noch drei Flusen auf dem Kopf hat. Sollte man da auch pflegen. Ja, Flo, kommst du mit? Brötchen kaufen? Ja, ich befinde mich jetzt hier im Backshop meines Vertrauens. Da werde ich jetzt meine Brötchen kaufen. Und noch etwas? Tee gekocht. Ja, ohne ein richtiges Frühstück kann man den Tag nicht beginnen. Ja, was werde ich heute machen? Ich denke, dass ich mit dem Flo, dem kleinen Chihuahua, meinem kleinen Chihuahua, ein bisschen spazieren gehe. Vielleicht ein paar Kräuter sammeln dabei. Ja, ansonsten werde ich meine Kamera heute mal den ganzen Tag mitnehmen. Warten wir einfach mal ab, was drauf passiert. Ich weiß es ja selber nicht. Dann fahre ich mal mit dem Kleinen ein bisschen spazieren und gehe gleich auch ein bisschen spazieren mit dem. Ja, hier haben wir eine besondere Form des Sauerklees. Der hat rosa Blüten oder lila Blüten. Kräuter sammelt man am besten an unbelasteten Stellen, darauf sollte man auch achten. Am besten an Wegrändern, Wald und weit ab von befahrenen Straßen. Die Brennnessel ist ein hervorragendes Gemüse. Man kann sie auch roh essen, nach bestimmter Vorbehandlung. Nur in einem Blattsalat führt die selbstverständlich zu einem unangenehmen Brennen im Mund. Ja, das ist der Frauenmantel. Der sieht so ähnlich aus wie früher im Biedermeier die Frauen um die Schulter gelegt hatten, nur ein kleines Mäntelchen. Der ist eine Heilpflanze. Für den Salat taugt er wenig. Er hat nämlich so gut wie keinen Geschmack. Hier habe ich eine Stelle gefunden, wo sich Giersch ernten lässt. Nur junge Blätter und junge Triebe. Der Giersch, der hat so einen Geschmack, so ein bisschen wie Petersilie. Einfach mal probieren. Ja, hier kommt so langsam der Digitalis hoch, der Fingerhut. Eine medizinisch nutzbare Pflanze. Ja, hier an diesem Hang finde ich Gundermann.
Also für den Salat sehr, sehr aromatische Pflanze. Nehme ich mit. Ja, es bleibt anzumerken, dass man sich also, bevor man irgendetwas hier von den Kräutern im Wald in den Mund steckt, darüber im Klaren sein muss, dass es hier auch Parasiten gibt, wie diverse Leberegel und so etwas, was man sich dann einfangen kann. Also Kräuter nur gut gewaschen genießen. Die jungen Triebe des Holunders sind auch hervorragende Salatbestandteile, die man sich ruhig mitnehmen kann. Schmecken sehr aromatisch. Ja, auch im Wald hat jetzt Pilzwachstum eingesetzt. Dieser Geselle hier, der sich so ein bisschen gummiartig anfühlt, das ist ein Stäublingsschleimpilz, wie ich heute weiß, und kommt um diese Jahreszeit sehr häufig vor. Das ist ein Weidenröschen, auch noch jung und knackig, kann man auch mitnehmen für den Salat. Auf dieser Wiese blüht der erste Löwenzahn und die Blüten kann man auch mitnehmen. Die schmecken hervorragend im Salat. Ja, auf dieser Magerwiese hier Sauerampfer zu finden zwischen den ganzen Knöterich. Weil Sauerampfer ist ja auch ein Knöterichgewächs. Das wird ein bisschen schwierig. Aber schauen wir mal. Er wächst hier gewiss. Nun komm! Na geht doch! Mitten auf der Wiese finde ich hier Spitzwegerich, der normalerweise an Wegrändern wächst. Auch in den Salat. Hier an einem kleinen Bachlauf wächst jede Menge Kresse, wilde Kresse. Auch die wilde Kresse tue ich gerne in den Salat. Sehe ich leicht schärflich. Nicht so viel nehmen, sie hat so einen unangenehmen, also für mich unangenehmen Anfangsgeschmack. Auch der Gundermann wächst hier in rauen Mengen. In der Küche die gefundenen Kräuter, die müssen richtig sauber gemacht werden, richtig gut im Salatseier abgewaschen werden. Ja, und nach dem Waschen zupft man sie einfach klein, die dicken Stängel, die tut man weg, die sind zu wenig so zu gebrauchen. Sauerklebe kann man, nimmt man nur die Köpfe hier rein. Blättchen so abzupfen, das kann man auch so ein bisschen klein zupfen. Alles so in gabelgerechte Stücke, das ist der Spitzwegerich, Sauerklee. Die Blüten kann man ganz lassen, die Löwenzahnblüten. Ja. Das ist die Kresse. Noch Kresse. Ja, so sieht er dann aus. Der fertige Salat. Jetzt machen wir noch ein Dressing dazu. So, das Dressing, das habe ich ganz schnell gezaubert. Ich nehme dazu ein gutes Olivenöl, Apfelessig,
getrocknete Kräuter, etwas Zucker, hier nehme ich Süßstoff und eine Prise Salz. So, dazu tue ich jetzt noch ein bisschen Essig, nicht allzu viel, wir haben ja auch nicht so viel Grünzeug. Essig, ein bisschen von den Kräutern. So, das reicht vollkommen aus. Dann Spritzer Süßstoff und ein guter Schuss Olivenöl. Das alles dann gut durchmischen. Da ist eine schöne sämige Soße geworden. Und das reicht vollkommen aus. Ja, und dann mit dem Dressing darüber. Ja, er ist fertig. Er schmeckt sehr gut. Der selbstgesammelte Wildkräutersalat mit diesem Spezialdressing von gerade von mir. Ja, da sind Aromen drin. Ihr müsst das selber mal versuchen. Ja, jetzt geht es in die Waschanlage, das Auto mal waschen lassen. Warm heute. Dann wollen wir uns mal ein bisschen was grillen. Wollen wir mal gucken. So. Wunderbar. Ja, so, dann wollen wir mal was drauflegen. So einen gesparten Rib. Grillfackel. So. Man kann das mal vor sich hinschmürteln. Ja, in der Eisenpfanne wird das schön kross. Ja, ein paar Fritten dabei. Ist schon mal Leckeres. Und jetzt noch Salz an den Fritten. Thank you.
Ja, das sind die letzten Sparrips. Jetzt wird diese Pfanne sauber gemacht und das geht ganz schnell. Ohne viel Federlesen. So, rein, auskippen und an. So, nur mit klarem Wasser. Und jetzt Krepppapier und sauber wischen. Ja, mit dem Wetter habe ich Glück am letzten Apriltag. Ja, jetzt wo alles wieder glänzt, kann man es wieder in die Ecke stellen. Gasflasche. So. Und du hast deine Klöckchen auf der Wiese verteilt. Ja. Ja, dann läuten wir jetzt so langsam in den Abend ein. Die Vögel, die singen auch schon die Abendlieder oben. Auch fertig. So, abends ist dann die Zeit, wo ich dann auch meinen Blutdruck messen muss und Zuckerwerte und sowas. Schauen wir mal. So, geht ja noch 150 zu 90. 14. Nur gut. So, der frühe Abend ist dann auch meine Zeit, wo ich dann hier ein bisschen Facebooke und mal gucken, was so los ist in der Welt. Und dafür ist das Internet da. Ja Leute, der Tag endet für mich, so wie er für mich bewusst auch begonnen hat, und zwar im Badezimmer. Ich war selber überrascht, wie so ein Tag überhaupt verlaufen kann. Also vor allen Dingen, wenn man dann die Kamera dabei hat. Es war sehr überraschend für mich und auch eine neue Erfahrung, muss ich sagen. Gut, ja, ich hoffe, dass das jetzt gefällt, was ich da so fabriziert habe. Und sage dann mal Tschüss und einen frohen 1. Mai.